Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Felix Hobbygarten. Wir haben den 11. August 2021 und jetzt gibt es fast täglich was zu ernten. Deswegen nehme ich euch heute mal mit auf diesen Gartenrundgang und wir werden einfach im Folientunnel mal schauen, was es alles schon zu ernten gibt. Bleibt auf jeden Fall dran, es wird ein spannendes und sehr ertragreiches Video. Viel Spaß dabei und los geht's! Erstmal an dieser Stelle noch Dankeschön für die ganzen Kommentare unter dem letzten Video von mir, mein neuer Garten. Hab mir alle Kommentare durchgelesen, konnte leider nicht alle beantworten, aber dazu werden wir in nächster Zeit noch öfter kommen. Der neue Garten, den werden wir jetzt bald anfangen aufzubauen und da nehme ich euch auf jeden Fall mit. Also, wenn ihr das nicht verpassen wollt, gerne mal unter dem Video Felix Hobbygarten kostenlos abonnieren und natürlich die Glocke aktivieren, damit ihr die neuen Videos nicht mehr verpasst. Ja, und in den Beeten, da muss ich sagen, dieses Jahr läuft es in den Beeten echt schlecht. Die Kartoffeln, die waren auf Mal hin, der Kohl, der wurde abgefressen. Dann haben wir da hinten das Kürbisfeld und das Zucchinifeld voll mit Mehltau, der sich immer weiter durchzieht. Und auch die Freilandtomaten und Freilandgurken sehen in diesem Jahr nicht schlecht aus. Aber dafür sieht es umso besser im Glasgewächshaus und im Folientunnel aus. Und da schauen wir jetzt mal rein. So, fangen wir einmal an hier im Glasgewächshaus. Ja, und hier können wir bereits einige Dinge ernten. Jede Menge Tomaten, da hinten haben wir aber auch Zitronengurken, die wir ernten können. Aber wenn wir uns die Tomaten hier mal anschauen, die sehen schon richtig klasse aus. Das ist das Schöne an so einem Glasgewächshaus. Man kann von außen sehen, was drin ist. Hier sieht man zum Beispiel schon viele rote Tomaten. Hier vor, da steht noch eine schöne Sonnenblume. Aber ich würde sagen, wir gehen einfach mal in das Glasgewächshaus rein und ernten die reifen Tomaten. Schaut euch mal die schönen Tomaten an. Ein ganz besonderes Exemplar mit kleinen Abstecher. Was gibt es außerdem zu ernten? Schaut mal hier, wenn ich das Blatt wegnehme. Eine riesen Aubergine, die ist schon fast zu lange dran. Da sind schon ein paar Fraßspuren dran, aber die werde ich mir jetzt auch mal mitnehmen. Das wird heute echt ein großer Ernterundgang. Dann haben wir hier noch die Sunrise Bumblebee, auch eine sehr schöne Tomate. Ja. Und total unterschiedlich die Verfärbung. Ihr seht, die eine ist total rot, die andere noch orange. Ich glaube, die können noch ein bisschen länger, aber so schmecken die auch schon echt super. Ja, und wenn wir hier mal schauen, das sind die Tomaten, die wir auch schon von außen gesehen haben. So, und wenn ich mir allein schon den Erntekorb aus dem Glasgewächshaus angucke, dann bin ich gespannt, was wir jetzt hier so im Folientunnel rausholen werden. Auch hier sehen wir direkt schon vor mir ganz viele Tomaten. Und zwar auch Tomaten der Sorte Black Cherry. Hier sind schon leider einige aufgeplatzt. Die kommen jetzt mit ab, bin ich ein bisschen spät mit dem Ernten. Wenn wir hier hinter schauen, die sind leider, doch, es sind tatsächlich schon die ersten reif. Und sie mal anschauen, das ist die Sorte Blue Keys, auch eine sehr interessante Tomate. Schön diese dunkle Färbung. Ja, und das hier, das ist unsere Tomatenvielfalt. Wir haben jetzt zum Beispiel auch die Czerny Prinz, die Ananas dabei, aber auch die Indigo Pear Drops, die Sunrise Bumblebee und die Black Cherry. Aber auch die Tigarella, ihr seht schon viele verschiedene Tomaten. Dann konnte ich schon vier Spitzpaprika der Sorte Roter Augsburger ernten und eine Aubergine. Ich würde sagen, da sitzt noch mehr drin. Wir schauen noch mal, was die Gurken und Chilis hergeben. So, ich sitze hier zwischen Gurken und Chilis und ich sehe schon direkt dieses große Ding hier vor mir. Das ist schon mal die erste. Dann haben wir hier viele weitere Zitronengurken. Kennen sicherlich viele von euch, ist eher eine Gurkenform, sieht aber so aus wie eine Zitrone, deswegen heißen die Dinger Zitronengurken. Habe ich jetzt 2 Jahre im Garten und sind auf jeden Fall sehr interessant im Anbau. Mehr Gurken sind hier nicht, aber da hinten auf jeden Fall noch. Wir schauen mal erst eben in die Chilis hier rein. Ja, und ich sehe schon die San Felipe. Bekommen vom Tomatenflüsterer Thomas Seidel, sehr interessante Sorte. Habe ich dieses Jahr das erste Mal im Garten und ich bin super gespannt, wie die schmecken. Ich hoffe natürlich nicht zu scharf, das ist auf jeden Fall nichts für mich. Ich kenne sehr viele Garten-YouTuber, die lieben Schärfe, aber ich bin da eher so einer, der ist eher bei den Paprikas.
Ansonsten hier ziemlich optisch die Deschayenne im Vergleich zu der San Felipe. Beides so längliche Spiral, Paprika, Peperoni oder Chili. Die Deschayenne, die sind nicht ganz so scharf und ich glaube sogar, dass die San Felipe auch noch milde Chilis waren. Ich zeige euch mal diese drei Chilis und ich denke, viele von euch werden die Sorte kennen. Das ist die Lila Luzi. Die sind aber noch fast alle lila, die sitzen super voll. Aber leider noch alle, ja, ziemlich am Anfang. Deswegen hier erstmal noch eine kleine Ernte. So, aber von der kleinen Ernte nochmal zu einer großen Ernte. Und zwar zu den Gurken. Die schlängeln sich hier hinten im Folientunnel dran lang. Und ich sehe schon, ich hoffe, ich bekomme die alle mit. Vier Stück und ich glaube, da sind sogar noch mehr. So, kurze Pause. Wie findet ihr die Ernte bisher? Kann sich doch sehen lassen, oder? Dafür, dass ich vor einigen Tagen noch welche geerntet habe und dass die Ernte von wenigen Tagen ist, kann man schon ganz zufrieden sein. Ich finde es aber sowieso echt Wahnsinn, wie viel man so aus einem kleinen Garten rausholen kann. Ich weiß, für viele ist der Garten jetzt nicht klein, diese 750 Quadratmeter, aber für eigentlich die Anbaufläche, die wir jetzt gerade hatten, nämlich dieses kleine Glasgewächshaus und den Folientunnel, das ist nicht viel Anbaufläche, da da auch noch ein Weg drin ist und die Pflanzen auch nicht so groß drin werden und sehr eng stehen, haben wir da doch schon einiges rausgeholt. Und ich würde sagen, wir reden nicht viel drum rum. Wir schauen jetzt auch mal, ob wir in den Beeten auch was ernten können. Und was es da alles zu ernten gibt, das seht ihr jetzt. Ja, und bevor wir jetzt hier an dem Folientunnel die 10 Meter Zwiebeln ernten, beziehungsweise einen Teil davon, erstmal ein kleiner Snack hier, die Paprika Rota Augsburger. Vielleicht kennt ihr die. Hört euch mal den Sound an beim Essen. Ich denke, das lässt sich auf jeden Fall sehen. Ist eine sehr dickfleischige Spitzpaprika und ich mag sie immer wieder gerne. Super auf dem Grill, aber auch super einfach so als Snack direkt. Ja, sehr lecker. Aber wir haben im Folien schon bestimmt 40 Grad. Auch hier draußen, ihr seht, die Sonne scheint. Wir haben endlich mal wieder gutes Wetter. Der Sommer kommt jetzt am 11. August vielleicht doch nochmal zurück. Letzte Zeit immer sehr viel Regen, kalte Temperaturen. Deswegen sieht da hinten der Garten auch nicht mehr so gut aus mit Mehltau und Braunfäule. Aber man muss sagen, die schmeckt echt gut. Tatsächlich schon fast wie gegrillt bei den Temperaturen. Ich glaube, wir haben draußen 26 Grad und im Gewächshaus sind es dann bestimmt 40. Also schon fast gegart. So, und dann schauen wir doch einfach mal stichpunktartig rein, mit was für einer Zwiebelernte wir ernten können. Ganz klassisch haben wir hier die gelben Zwiebeln bzw. die weißen Stuttgarter Riesen. Die haben wir hier ungefähr auf 6 Metern angebaut. Und die letzten 3 Meter, da haben wir dann rote Zwiebeln, die schauen wir uns gleich auch mal an. Bei mir wachsen die weißen Zwiebeln immer deutlich besser. Ich weiß gar nicht, woran das liegt, ist bei euch auch so. Die wachsen immer ganz gut. Und die roten Zwiebeln, die sind dann ein bisschen kleiner. Vielleicht ist es aber auch einfach die Sorte, ich kenne mich da nicht ganz so gut aus dem Gebiet der Zwiebeln. Aber vielleicht sind die auch einfach von der Sorte her ein wenig kleiner. Ich mache hier mal einmal einen Korb voll. Und der Rest, der bleibt noch kurz in der Erde, der wird dann in den nächsten Tagen zu Ende geerntet. Zwiebeln, die haben wir immer mehr als genug. Zwiebeln kann man auch, finde ich, nicht genug haben. Wir haben hier 9 Meter alleine von den Zwiebeln. Oh, hier ist noch eine sehr schöne Blüte gegangen. Ja, dann haben wir neben dem Feld mit den Stuttgarter Riesen natürlich auch noch Gemüsezwiebeln. Die sind im Gesamten deutlich größer. Und die werden wir aber erst in einem Monat ernten, denn die haben noch einiges an Wachstumszeit vor sich. Die sollen noch etwas größer werden. Gemüsezwiebeln, das sind diese klassischen, ich nenne es mal Döner- oder Pizzazwiebeln, diese großen, die man quasi so im Döner mit drin hat. Das reicht an weiße Zwiebeln. Dann schauen wir uns mal hier dieses Stück an, was schon recht zugewachsen ist. Da sollten sich auf jeden Fall rote Zwiebeln drunter verbergen. Und ich sehe schon, wie vermutet, rote Zwiebeln, aber auch richtig vermutet, eine deutlich kleinere Ernte. Ja, dann will ich euch meine Gemüsezwiebeln auch mal nicht vorenthalten. Wir ernten einfach mal die hier auf der Ecke. Und ihr seht schon, liegt sehr gut in der Hand, ist eine sehr große Zwiebel. Und hier sind noch einige weitere, die lassen wir aber noch weiter stehen, damit wir dort noch die doppelte Größe rausholen. Ich würde sagen, das sitzt auf jeden Fall noch drin.
sehr viel hat es geregnet, die Erde ist nass und jetzt kommen noch sehr viele warme Tage. Hoffentlich, dass der August jetzt nochmal richtig warm wird. Und ja, das werden wir dann ungefähr in einem Monat ernten, Anfang, Mitte September. Dann ist so die Gemüsezwiebelzeit. Ja, wie gerade schon erwähnt, sind meine Kartoffeln sehr plötzlich zum Erntezeitpunkt gekommen. Und zwar sahen die Kartoffeln sehr lange gut aus. Ich muss zugeben, wir legen die auch immer sehr früh, was in diesem Jahr absolut unser Vorteil war, weil jetzt bei dem Wetter gehen die Kartoffeln so oder so nach und nach kaputt. Da sind wir ganz froh, dass wir schon Ende März angefangen sind. So haben wir nämlich Ende April, Ende Mai, Ende Juni, Ende Juli schon 120 Tage voll. Und jetzt im Anfang August können wir die Kartoffeln ernten. Wir denken, dass wir da auch eine sehr gute Ernte drunter haben. Aber das ist ja in der Größenordnung eine Arbeit. Das werde ich auf jeden Fall mit Niklas und Ruth zusammen machen. Ruth ist dieses Jahr in Rente gegangen und hat jetzt Lust, ein bisschen an der Gartenarbeit hier teilzunehmen. Und da sind wir jetzt mittlerweile dann drei Leute, die sich um den Garten kümmern. Ihr habt es aber ja im letzten Video gesehen, den Garten werden wir jetzt langsam auslaufen lassen und dann im nächsten Jahr unseren neuen Garten beziehen. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, ihr seid beim Umbautag dabei, so dass wir dann gemeinsam die ganzen Sachen hier wie Glasgewächshaus, Folientunnel, Obstbäume im neuen Garten ja, bringen und aufbauen können. Ich hoffe, ihr seid dabei. Samstag, 9. Oktober 2021. Würde mich auf jeden Fall freuen über eure Unterstützung. Ja, und weiter geht's mit den nächsten Ernten. Was haben wir hier? Jede Menge Buschbohnen. Da kommt auch sehr viel zusammen. Da nehme ich aber jetzt nur eine Hand von mit. Mehr brauchen wir aktuell nicht. Den Rest, den kann ich noch stehen lassen. Direkt daneben Lauchzwiebeln. Die sehen auch sehr gut aus, aber die werde ich auch noch 2, 3, 4 Wochen stehen lassen. Ja, und auf eine Ernte, da freue ich mich dann irgendwann ganz besonders. Das sind hier die Sojabohnen. Ich nehme mal eine schweren Herzens ab und zeige die euch hier in die Kamera. Wenn man so ein bisschen in die Sonne guckt, sieht man auch, da sind insgesamt 3 Stück drin. Ich habe gehört, die sollen sogar ganz teuer sein, wenn man die im Laden kauft. Deswegen bin ich echt mal gespannt. Ich sehe nämlich sehr viele, die wir hiervon ernten können. Das wird eine große Ernte werden. Vielleicht habt ihr noch ein paar Tipps für mich. Einfach mal in die Kommentare schreiben. Sojabohnen, Edamame schon mal angebaut, dann gerne Kommentar schreiben mit euren ja, Empfehlungen für mich, wann ich die ernten kann und was ich vor allem auch daraus machen kann. Jedes Jahr das gleiche Spiel, aber dieses Jahr dann doch besonders ärgerlich, die Kraut- und Braunfäule an den Tomaten. Mittlerweile ist es auch bei mir angekommen, ich hatte auch, wo so viel Hochwasser und Regen war, sehr viel Regen und das ist dann leider auf die Pflanzen übergegangen. Wir haben hier noch einige Pflanzen, die wohl etwas toleranter sind, die dem noch standhalten. Da können wir jetzt die reifen Früchte noch abernten. Aber dann Mitte August, Ende August sind die Tomaten für dieses Jahr leider beendet. Die Tomaten natürlich nicht ganz, natürlich nur die Tomaten im Freiland, aber dennoch schade um die ganzen schönen Pflanzen, denn das sind alleine hier 60 Stück. Ja, und dann nehme ich euch einfach mal so mit. Und wir gehen hier einmal durch das letzte Stück. Auch hier ein wenig Elend. Mehltau an den Zucchinis. Hier geht es gerade auf die Kürbisse über. Die sind aber schon sehr viele reif. Da können wir dann auf jeden Fall auch schon mal ein paar mitnehmen. Wäre ja schade, wenn wir da jetzt nichts draus machen. Die auf jeden Fall, die reifsten, noch mitnehmen. Da vorne sieht das Ganze auch noch besser aus. Vielleicht seht ihr da hinten den Riesenkürbis oder den in der nächsten Zeit. Da kommt auch noch ein Video von Dennis zurück zum Garten online und dort seht ihr noch mal ein bisschen mehr aus diesem Garten. Dann geht es auf dieser Seite weiter. Hier sehe ich noch eine Riesenzucchini, die werde ich gleich ernten. Hier meine Hirse für die Wellensittiche, eine sehr gute Ernte in diesem Jahr. Ja, und dann würde ich sagen, bevor wir uns gleich noch mal zu einem Gesamternte-Fazit wieder treffen, wo ich euch nochmal die gesamte Ernte zeige, schauen wir noch zum Schluss auf dieses Stück. Das hier ist unser Zuckermais. Den werden wir dann irgendwann schön grillen. Und hier auch nochmal die Kolbenhirse. Das ist doch ein tolles Bild. Und ich würde sagen, wir treffen uns jetzt gleich, wenn ich hier zu Ende geerntet habe, mal zu einer kleinen Gesamtübersicht wieder. Ja Leute, hier bei mir zu Hause habe ich jetzt alles noch einmal aufgebaut und ich zeige euch sofort die Erntübersicht. Aber ich möchte euch auch noch einmal hier mein Kürbisfeld zeigen. Beziehungsweise Feld kann man ja gar nicht sagen, die kommen nämlich aus dem Edelrost-Hochbeet raus. Und ich habe euch ja versprochen, wir schauen ab und zu mal wieder in das Edelrost-Hochbeet rein. Da sind zum Beispiel gerade auch viele Erdbeeren reif, deswegen passt es ganz gut in dieses Video und wir schauen da einmal rein.
Ja, neben den Kürbissen, die ich heute geerntet habe, können wir auch bald hier Kürbisse ernten. Der ist insgesamt schon 3 bis 4 Meter aus dem Edelrost-Hochbeet rausgewachsen. Hier sehen wir, dass wir die dies Jahr ausgesäten Erdbeeren tatsächlich im ersten Sommer schon ernten können und das in einem Jahr wie diesem. Wir haben den 11. August und Anfang Januar wurden die gerade mal ausgesät. Mit den Zwiebeln, ja, da läuft sie nicht ganz so gut. Die wurden lange von den Kürbissen hier bedeckt. Dafür läuft es auch mit der Paprika da hinten und mit den Gurken hier auch ganz gut. Ja, mit diesem Abschiedsbild beenden wir dieses Video. Wir haben heute sehr viel geerntet, verschiedene Gurken, eine Zitronengurke, eine Aubergine. Wir haben hier ganz viele Zucchinis, gelbe, weiße und auch grün gestreifte. Dann hier die gelben runden Zucchinis, 4 Hokkaido-Kürbis, eine ganze Kiste voll verschiedenster Tomaten. Paprikas, die ersten Chilis, Erbsen, Bohnen, Zwiebeln und Gemüsezwiebeln. Und das ist ja noch lange nicht alles. Wir haben gerade mal Anfang August. Da wird noch einiges dazukommen. Ich würde sagen, wenn euch das Ganze gefallen hat, Felix Hobbygarten kostenlos abonnieren. Und dann seht ihr, wie das mit den Ernten und dem neuen Garten hier weitergeht. Bis demnächst. Alles Gute und ciao.